Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Hier immer noch am Fuß des Lichtgottberges, wo wir unseren Segen erhalten sollen, um in Luke nicht mehr als Fremder, sondern als Dorfbewohner behandelt zu werden. Damit wir wenigstens etwas hier verweilen können und auch, ja, willkommen sind. Und dafür müssen wir jetzt erstmal noch diese ganzen Viecher hier erledigen. Was machen wir denn mal am besten? Ach ja, ich wollte ja Wind trainieren. Nehmen wir doch mal Heulen. Das killt die Gegner wenigstens nicht sofort. Wenn ich jetzt Schock nehmen würde, dann wären die alle weg. Wobei die komischen Metallkäfer da ja natürlich nicht. Slummer. Da sind wir, wie gesagt, auch schon ganz gut dabei. Wir müssten demnächst eine neue Fähigkeit erlernen mit Fina im Wasserzauberbaum. Jo. Fina hat erlernt, alle heilen. Das ist ein Gruppen... Heilzauber, ähnlich wie Sus Rara, was sehr cool ist. Machen wir jetzt mal als nächstes Zittern. Die volle Palette hier. Earthquakes are scary. Ja, durchaus. Es reicht tatsächlich noch nicht mal, um sie zu töten. Was ein wenig traurig ist. Aber Sue ist, was Magie angeht, halt auch wirklich nicht der stärkste Charakter. Generell ist sie einfach nicht der stärkste Charakter. Das muss man leider so sagen. So, und dann sehen wir jetzt hier, Stufe 2, alle heilen. Kostet 4 Mana-Punkte, gibt der Gruppe wenige TP zurück. Das Ganze setzen wir jetzt auch mal ein. Now you'll be okay. So, 40. Also im Prinzip wirklich etwas mehr als Sus Rara. Du kannst dich um den kümmern. Perfekt. Und erledigt sind sie. Das Ganze bringt 113 Erfahrungspunkte. Und wir kommen bei Wasser mit 39 plus weiter. Das ist sehr, sehr gut. So, wo führt das hier genau hin? Schauen wir uns das mal an. Es geht auf jeden Fall ziemlich weit nach oben und wir finden hier ein... Es sieht immer aus wie so ein Brot, finde ich. Lebenssamen, tatsächlich. Erhöht ja TP. Muss ich mir überlegen, wen ich das geben will. Ich könnte es natürlich Justin geben, aber... Der ist an sich schon stark genug. Jetzt haben wir hier zwei Wege. Dann haben wir einmal Gold. Und hier oben ist der einzig verbliebene Weg, der uns dann hoffentlich zum Ziel führen müsste. Zum Gipfel des Lichtgottberges. Tarantula! Ja, machen wir wieder Heulen hier. So, bei ihr würde ich sagen, machen wir einmal den Messerwirbel. Gut. Hier machen wir den Puffetritt. Oh. 5 Sterne ist das Maximum. Ich dachte immer, es wäre 4. Aber ihr habt ja gesehen, wie schnell das jetzt schon geht. Das ist Wahnsinn. Wirklich ein großer Vorteil. Justin könnte theoretisch nochmal heulen machen. Oh, sehr gut. Nicht ganz. Das war ja jetzt klar. Das war natürlich völlig klar, dass ihr sie jetzt Fina damit außer Gefecht setzt. Aber immerhin war sie noch nah genug dran, um angreifen zu können. 140 Erfahrungspunkte. Wow. Fina steigt eine Stufe auf. Auch Stufe 12. 44 Stärkepunkte, Klugheit 61. Da ist die Justin immer noch ein bisschen voraus. So, was haben wir nun hier? Da geht's nicht weiter. Da haben wir noch... okay. Ein größeres Areal hier. Und
Machen wir mal heulen. Ich habe übrigens keine Ahnung, was diese Symbole bedeuten bei Justin und Fina. Dieses Leuchten bei ihren Porträts. Justin hat erlernt heulender Hieb. Sehr schön. Auch wieder eine neue Fähigkeit. Earthquakes are scary. Machen wir mal Graben. Und du... sie kann jetzt keine... Richtig, sie kann ja keine Moves mehr machen. Was ein wenig sehr scheiße ist. Greifen wir mal den an. You can't get away with that. Boah. Fina kommt einfach nicht durch, das gibt's doch nicht. Feuer frei. Auch eine gute Idee. Here goes. Schaltet sogar alle aus. Boom. Hoffentlich hat sie dafür ordentlich was an Waffenpunkten gekriegt. Ja, wobei, 17 ist jetzt nicht so viel. Wollen wir mal eben gucken, wie das bei Justin mit Zaubern aussieht. Heulhieb oder heulender Hieb ist jetzt die neue Fähigkeit. Feuer 9 wäre eigentlich so das nächste, was ich erreichen wollen würde. Ansonsten sind wir bei Justin schon echt gut. Schwert 12. Wäre auch nicht schlecht. Da haben wir noch was. Sollten wir uns gleich mal angucken. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wir müssen da drüben hin. Ja, da müssen wir uns natürlich auch wieder mit denen hier anlegen. So, was können wir denn machen? Wir können auch mal Flammenglut wieder machen. Wobei, nein, wir wollen erstmal ihren Waffenlevel etwas erhöhen. So. Greift auch ganz normal erstmal an. Und Justin zeigt uns den Heulhieb. Greift alle Gegner mit Starkwind an. Kostet 6 Magiepunkte. Der Unterschied zur Flammenglut ist eben zweite Stufe des Feuerzaubers, dass wir hier wirklich immer alle treffen. Und das hat doch auch schon mal ganz ordentlich gesessen. Aber greif mal bitte den Metallkäfer hier an. Dagger Level Up. Alright, we won. Perfekt. 140. So. Noch etwas Gold ist hier zu finden und ansonsten haben wir hiermit den Gipfel des Lichtgottberges erreicht. Die Musik hat sich minimal noch mal ein bisschen verändert. Da unten sehen wir den Nebelwald. Hoch aufgelöst natürlich. Was haben wir denn hier noch Schönes? Jede Menge Gold. Oh, eine Peitsche. Nebelpeitsche. Gucken wir uns die mal an. Oh, gut gegen nebulöse Monster und auch 20. Das ist natürlich was. Peitsche müssen wir sowieso bald mal leveln, damit wir diese Fähigkeit dort unten bekommen. 14 Peitsche und 12 Feuer. Ich meine, bei Fina haben wir ja schon 12 Feuer, was echt viel ist. Stufe 8 würden wir einen neuen Wasserzauber bekommen. Das ist eigentlich eine perfekte Situation, um jetzt mal Allheilen nochmal zu machen. Ja, 33, sehr gut. Noch eine... Wow, was geht denn hier ab, ey? Lichtamulett.
Vertrauen wieder, das kennen wir ja auch schon. Oh. Guckt euch das mal an. Dieses Fragment hat dieselbe Färbung wie der Geisterstein von Justin. Und es scheint von irgendetwas abgebrochen zu sein oder hier noch drin zu stecken. Und stammt vermutlich aus der Zeit der Angelo-Zivilisation. Hey, hier ist der Nektartopf. Jetzt wird der Lichtgott uns segnen. Wir wollen ans Ende der Welt. Das schaffen wir nur, wenn die Bewohner von Luk uns nicht rausschmeißen. Okay, nehmen wir den Topf mit. Götternektar erhalten. Er pulsiert vor Energie offensichtlich. Interessant. Und könnte das das letzte Fragment sein, was die Galal-Truppen zu finden versuchen? Suchen sie also tatsächlich Geistersteinfragmente? Das wäre sehr interessant, würde einige Fragen aufwerfen, zum Beispiel warum die Galal-Truppen das wollen, beziehungsweise die Jule-Stiftung hängt ja damit drin, beziehungsweise die Galal-Truppen sind ja nur der militante Arm der Jule-Stiftung. Da fragt man sich natürlich, was haben die mit dem Geisterstein vor oder den Geistersteinen? Wir wissen ja aus den Erzählungen, dass der Geisterstein im Prinzip den Bund zwischen den Geistern und den Ikariern besiegelt hat, beziehungsweise dargestellt hat. Und dass das einer der Elemente war, die auch dazu geführt haben, dass die Ikarier so technisch fortschrittlich waren. Gegenüber den Menschen beispielsweise. Ich meine, wir haben ja bei den Galal-Truppen ohnehin schon eine sehr, sehr fortschrittliche Technik gesehen. Alleine mit diesem riesigen Flugobjekt. Das ist so ein bisschen wie so ein Insekt aussah irgendwie. Da kann man wirklich gespannt sein, was da noch draus wird. So, kehren wir erstmal nach Luk zurück. Und reden mit dem Dorfältesten, was er jetzt zu uns sagt, wo wir doch theoretisch zum Dorf gehören. Erstmal heilen und speichern. Ich nehme jetzt auch mal wieder einen neuen Speicherpunkt. Und zwar werde ich... werde ich das hier überspielen. So, und dann gucken wir mal. Da. Ihr habt wirklich den Nektar der Götter mitgebracht? Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Nun, müsst ihr alle von dem Nektar trinken. Hm? Wir sollen den Nektar trinken? Sobald der Nektar eure Lippen berührt, wird der Lichtgott euch als Dorfbewohner ansehen. Ihr könnt einfach zum Trinken ansetzen und ihn nicht runterschlucken. Das ist nur eine symbolische Geste. Ihr könnt auch einfach gehen. Das wird uns gar nichts ausmachen. Okay, sie bezeichnen also dieses Fragment da oben als Lichtgott. Interessant. Ihr könnt einfach zum Trinken ansetzen und ihn nicht runterschlucken. Okay, dann tun wir nur so. Gut so? Ja, der Lichtgott betrachtet euch nun als Einheimische. Aber... hört auf meinen guten Rat und vergebt eure Pläne auf. Vergesst eure unsinnigen Ideen. Wovon reden Sie da? Was meinen Sie mit unsinnigen Ideen? Rem hat erzählt, dass ihr das Ende der Welt überqueren wollt. Dazu müsst ihr den Nebelwald verlassen, auch wenn er endlos zu sein scheint. Allerdings, würde uns denn die nebellichtende Nuss dabei helfen, so etwas bräuchten wir? Diese Nüsse sind sehr wertvoll. Wir haben nur ein paar davon im Dorf. Ich kann sie nicht verschenken. Hört auf meinen guten Rat und gebt euren Plan auf. Sie sind aber geizig. Jetzt heißt es nur noch, bitte gebt auf, tut es nicht. Unhöflicher junger Mann. Wir sind nicht geizig. Die nebellichtenden Nüsse sind für uns im Nebelwald äußerst wichtig. Das sind Schätze, die wir von unseren Ahnen, den Ikariern, erhalten haben. Oh. Sagte er gerade Ikarier? Meinen Sie die Ikarier aus der Angelo-Legende? Meinen Sie die Angelo-Legenden, die hier in Luk erzählt werden? Wir wollen sie alle hören. Oh, also... es schadet bestimmt nichts, euch davon zu erzählen. Es wird aber eine Weile dauern. Laut einer alten Legende dieses Dorfs war die Welt vor langer Zeit in Licht getränkt. Eine herrliche Welt. Die Ikarier waren geschützt.
Sie kannten weder Alter noch Krankheit. Es soll eine friedliche Welt gewesen sein. Dann stahlen unsere Vorfahren die Flügel der Ikarier, weil sie auch wie die Ikarier sein wollten. Aber es war unnatürlich für Menschen, die noch nie vorher Flügel hatten. Diese Flügel waren am Rücken unserer Ahnen angewachsen. Sie wurden schwarz und verdunkelten die Sonne. Über dem Dorf. Pflanzen gingen ein, bald darauf die Tiere. Beinahe verloren wir das Licht der Hoffnung. Damit die Dunkelheit sich nicht ausbreitete, bauten die Ikarier eine riesige Mauer, um sich abzuschotten. Diese Mauer, ist sie das Ende der Welt? Ja, durch die Mauer waren unsere Vorfahren in der Welt auf dieser Seite eingeschlossen. Die Ikarier waren so gütig und haben unsere Vorfahren besondere Nüsse überlassen, die die Dunkelheit bannen. Statt der Dunkelheit zog jedoch Nebel auf und seither finden wir uns mit diesen nebellichtenden Nüssen im Wald zurecht. Ohne diese Nüsse könnten selbst wir aus Luke den Nebelwald nicht durchqueren. Wow, sie haben die Nüsse von den Ikariern? Jetzt will ich erst recht eine. Was ist denn mit der Welt jenseits der Mauer geschehen? Das ist jetzt natürlich die Frage, das heißt auf der anderen Seite waren die Ikarier. Wir wissen ja, dass es sie nicht mehr gibt. Aber was ist dann auf der anderen Seite des Endes der Welt? Die Welt auf der anderen Seite ist immer noch ein glücklicher und friedlicher Ort. Es heißt, wenn wir sterben, ziehen unsere Seelen auf die andere Seite, ins Land des Glücks. Was für eine seltsame Legende. Ihr wollt also unbedingt über diese Mauer klettern? Bitte hört auf mich und tut es nicht. Es ist noch nie jemand zurückgekehrt. Bitte ruht euch aus, heute zumindest. Ihr könnt bei Rem übernachten. Rems Eltern möchten euch für die Rettung ihres Sohns danken. Ich bin hundemüde. Wie steht's mit dir, Justin? Ja, ruhen wir uns heute aus. Bitte geht zu Rems Haus. Rems Eltern erwarten euch. Ruht euch eine Weile aus. Wow, das war eine sehr interessante Geschichtsstunde, kann man nicht anders sagen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was ist auf der anderen Seite der Mauer? Was werden wir dort erleben, falls wir es überhaupt dahin schaffen? Dafür brauchen wir diese Nüsse. Aber werden uns die Dorfbewohner wirklich welche geben? Oh, ihr habt seine Erlaubnis also? Dann seid ihr jetzt unsere Gäste. Fühlt euch wie zu Hause. Wir sind sehr dankbar dafür, was ihr für Rem getan habt. Trotzdem müssen wir uns eine angemessene Strafe für ihn überlegen, weil er das Dorfgesetz gebrochen hat. Habt ihr mit dem Dorfoberhaupt gesprochen? Es wird nicht einfach sein, ans Ende der Welt zu reisen. Nach allem, was ihr für Rem getan habt, kann ich euch eine Mahlzeit und ein Bett für die Nacht anbieten, okay? Erstmal nicht. Wir reden nochmal mit Rem. Wisst ihr, mein Vater ist... Er macht mir etwas Angst. Was ist denn die Strafe? Er schlägt dich doch nicht, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Oh Mann, Rem ist schon irgendwie süß. So, essen und übernachten. Gut, ihr solltet euch für eure Reise stärken. Ich habe etwas Schönes gekocht, um mich für Rems Rettung zu bedanken. Oh lecker, meine Mama ist die beste Köchin. Komisch, dass die nicht mitessen. Puff, 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 puff. Okay, Puffy, beruhige dich mal. Ist ja gut. Hier, du kriegst auch was. Ich kann Puffy gut verstehen. Das Essen von Rems Mutter ist wirklich köstlich. Ich liebe diesen Kuchen einfach. Er erinnert mich an Tante Lillys Essen. Was meinst du, Justin? Dieses Dorfoberhaupt ist aber pessimistisch, oder, Fina? Ja, er war uns jedenfalls keine große Hilfe, aber er muss an seine Aufgaben denken. Er trägt ja letztlich die Verantwortung. Wir sollten dankbar sein, dass er uns im Dorf aufnimmt. Wir sollten dankbar sein, dass er uns im Dorf aufnimmt. Aber wir sind nicht gut genug ausgerüstet, um den Nebelwald zu durchqueren. Was sollen wir tun? Puff, Tisch. Puff, Chi. Hey, was machst du denn, Puffy? Du solltest nicht niesen, wenn du den Mund voll hast, aber wirklich. Jetzt läuft Puffy die Nase. Vielleicht hat er sich im Nebel erkältet. Nies ja nicht, wenn du den Mund voll hast. Verstanden, Puffy? Puff, puff. Okay, das war's dann wohl. Von dem Nebel im Nebelwald sind unsere Sachen ganz nass. Ich freue mich schon auf ein heißes Bad. Oh ja, ich komme mit, Fina. Aber nicht heimlich gucken, Justin. Oder vielleicht will Justin ja auch mitkommen. Hä? Also, wenn... Ich mach nur Spaß, Justin. Mensch, du glaubst ja alles, was man dir sagt. Oh Mann. Oberst, wir haben sie gefunden. Im Nordwesten. Dort befindet sich auf 10 Uhr ein Humanoidendorf. Die Einheit, die den Jungen verfolgte, berichtet zudem, dass der Nebel über dem Wald sich gelichtet hat. Alles läuft nach Plan, Oberst. Nur nicht vergessen, wonach wir hier eigentlich auf der Suche sind. Wir haben gerade erst angefangen. Bereit machen zum Absprung.
Jawohl, mit Ihrer Erlaubnis. Leutnant Lean, Sie übernehmen das Kommando. Ja, Oberst. Wir werden das letzte Stück ganz sicher bekommen. Sie werden es sein, die seine Präsenz spüren kann. Finden Sie es. Jawohl. Präsenz spüren? Sie kann die Präsenz des letzten Fragments spüren? Oh nein. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt wie eine Lokomotive. Oh, das Geräusch wird auch lauter. Was ist das nur? Ich habe durchs Fenster gesehen. Es ist ein riesiges schwarzes Ding, das durch die Luft fliegt. Ich habe Soldaten gesehen, wie die mich entführt haben. Es kamen ganz viele heraus und liefen in die Berge. Die Galail-Streitkräfte. Aber wie haben sie herausgefunden, wo Luke liegt? Das habe ich mich auch schon gefragt, aber lass uns mal nachsehen. Justin, das sind die Soldaten, die mich entführt haben. Kommen sie wieder, um mich zu holen? Nein, dafür würden sie nicht so viele Soldaten schicken. Ich lebe schon seit langem hier, aber dieses riesigen schwarzen Schatten habe ich noch nie gesehen. Als Rem das Gesetz gebrochen hat und den Nebelwald verlassen hat, hat er wohl dieses Unheil über uns gebracht. Nein, das ist es nicht. Es ist nicht Rems Schuld. Oh nein, ein paar Leute gehen zum Lichtgottberg. Sie werden unseren Götzen stehlen. Was sollen wir nur machen? Der Götze beschützt unser Dorf. Wenn es ihnen gelingt, ist unser Dorf verloren. Wenn der Götze gestohlen wird, weiß ich nicht, was wir tun sollen. In Zeiten wie diesen brauchen wir ihre Weisheit am dringendsten. Beruhigt euch alle erstmal. Wir haben keine andere Wahl, als für unseren Götzen zu kämpfen. Bisher waren wir in Luke von der Außenwelt abgeschnitten. Wir mussten noch nie kämpfen. Wenn wir jetzt also kämpfen, kann es passieren, dass wir alle sterben. Es ist keine einfache Entscheidung. Wir können uns darum kümmern. Wenn es Galail-Soldaten sind, wissen wir, wie wir sie vertreiben können. Was? Augenblick mal, Justin. Justin, bist du okay? Warum musstest du uns freiwillig melden? Niemand in diesem Dorf weiß, wie man kämpft. Also müssen wir die Sache übernehmen. Außerdem sind wir doch Rems Freunde. Rems Heimatdorf ist in Gefahr. Also müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht. Freunde. Du hast recht. Wir sind Rems Freunde. Okay, verscheuchen wir diese Übeltäter. Oh, welch tapfere jungen Leute. Ihr wollt für unser Dorf kämpfen? Bitte versucht alles, um unseren heiligen Götzen zu beschützen. Unsere Lichtgottstatue. Überlassen Sie das uns. Also gut, Leute. Abmarsch. Beruhigt euch bitte mal. Wir müssen darauf vertrauen, dass sie alles für uns tun werden. Wir werden natürlich unser Bestes geben, schließlich sind wir Freunde. Oh, jetzt haben wir wieder Hoffnung. Vergesst nicht, was ihr gehört habt. Okay, wir müssen die Galail-Truppen also aufhalten. Sie wollen das letzte Fragment. Wofür auch immer sie es benutzen wollen, aber wir wissen, dass sie nichts Gutes damit im Schilde führen. Aber warum kann Lean denn die Präsenz des letzten Fragments spüren? Hey, mein Befehl lautet, niemanden da reinzulassen. Notfalls wende ich Gewalt an. Okay. Hauptmann. Die kennen wir. Angriff. Justin ebenfalls. Angriff. Und zu graben. You can't get away with that. Ist natürlich die Frage, wie viele Galail-Soldaten hier jetzt aufgefahren sind. Vermutlich eine ganze Menge. 3 ist jetzt nicht besonders stark. Da habe ich jetzt keine große. Null Schaden einfach. Auch nicht schlecht. You have no chance. Machen wir nochmal graben. You can't get away with that. Erde Level up, perfekt. So, was können wir jetzt machen? Wir können ja mal unseren V-Slash auf den da machen. V-Slash. Zeitgleich. Wow. Er macht tatsächlich 6 Schaden mit einem schweren Hieb. Das ist ja unglaublich.
Flash. Perfekt. Die ersten sind schon mal außer Gefecht gesetzt, aber so wie ich die kenne, werden das wahrscheinlich bei weitem nicht die letzten Soldaten gewesen sein. Was für ein Durcheinander, unsere ruhmreichen Galai-Soldaten. Und die nächsten. Niemand, und damit meine ich niemand, kommt hier durch. Ich stelle mich jedem in den Weg, der es wagt. Noch mehr Hauptmänner. Messerwirbel. Here goes. Die wollen alle irgendwelche komischen Fähigkeiten einsetzen. Can you please stop? Puffy-Feuer auf den da oben. V-Slash. Sauber. Feuerlevel ab. Auch gut. Alright, we won. Beide haben sogar noch einen Hit gelandet. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Ich bin ein Idiot. Was habe ich nur angerichtet? Ja, du hast verloren. Die nächsten schon wieder. Was machen die alle? Was ist denn so schwer daran, ein paar Blagen aufzuhalten? Wir sind nicht irgendwelche Blagen. Da haben wir übrigens schon die nächste Gruppe gesehen. Noch mehr Hauptmänner. Bim, 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 bim. Ja, ihr merkt schon, ich will gerade einfach nur ein bisschen unsere Waffenfähigkeiten leveln. Außer bei Sue, da will ich Erde so ein bisschen voranbringen. Ne? Earthquakes are scary! Na. 8 immerhin. Sehr, sehr gut. Die nächsten ausgeschaltet. Fina und Justin steigen gleich wieder auf. Hauptmann, tun Sie, was zu tun ist. Ihr seid doch aus Palm, oder? Was macht ihr denn hier? Ihr seht nicht aus, als wärt ihr kooperationswillig. Sind wir auch nicht. Noch mehr Hauptmänner. Ganz normalen Angriff. Dagger Level up. Flammenblut können wir auch nicht machen, wir können Brenne machen. Yay. Ganz normal angreifen. Lass zu in Ruhe. Oh, sie ist richtig elegant ausgewichen. Bim, 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 bim. Justin steigt bald auch auf. Warum sollten sie sich Leute aus Paar mit Humanoiden verbünden? Ich finde Humanoide ist irgendwie komisch, denn immerhin sind Menschen auch Humanoide. Oder nicht? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Waffe 10. Feuer fehlen noch 2 Stufen.